Leute, hallo und herzlich willkommen. 3, 2, 1. Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dungeon Defenders. Mit dabei der Patrick und der Dennis. Hallo. Hallo. Und der Kevin nicht, weil der den haben wir verfrachtet nach Polen. Ja, der muss auf seine Sachen aufpassen. Genau. Und wir spielen heute War of the Djinn. Haben wir uns spontan entschieden. Warum hast du die Aufnahme jetzt nochmal neu gestartet? Weil ich keinen Plan habe, ob der da Copyright drauf hat und das wegschieben will oder so. Keine Ahnung, vielleicht habe ich sogar drin. Wir haben schon so viele Lieder gesungen, wo er nicht Copyright drauf sein müsste und trotzdem hast du es mit reingenommen, du Arsch. Ich weiß. Aber deinen Gesang will niemand hören. Ruhe! Bam! In der Fatze. Auch nicht, Dennis. Deswegen singe ich ja auch nicht. Bam! Nächste Keule. Ja, Patrick. Der gibt den Konter, der ist nicht Kevin. Teppich. Da war ein Teppich. Oh nein. Ist ja auch ein Teppich. Ja, und witzig. Eventuell wird Dungeon Fenders auch wieder eine kurze Zeit pausiert, bis Kevin wieder da ist. Der jetzt noch ganze 2 Wochen weg ist. Ja, wir wissen noch nicht, ob wir da zwischendrin noch ein anderes, kleineres Projekt dann machen, ob ich eins wieder zwischendrin setze, wo ich alleine was mache, oder ob ich für den beiden was spiele oder so, das wissen wir noch nicht, das lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Kristalle deffen, da war was. Kommen nur 2 Feinde? Klingt sehr komisch. Finde ich auch. Oder vielleicht einfach nur 2 Feinde, die wir besiegen müssen. Geh weg von mir, Dennis! Niemals! Hau ab! Fokus, Fokus, verschwindibus! Nein! So. Zack! Nein! Das war eine fiese Falle! Weiß. Hey, Ich bin wieder da. Badum, badum. Mal oben ist ein Kristall. Der hat Kevin immer früher gedacht. Feels Batman. Aber wir brauchen den nicht. Wir können auch ohne den was machen. Ist so. Wir sind gut und stark und gut. Wir sind zu dritt. Wir rocken das. Können wir das? Nein. Nö. Computer sagt nein. Nein. Oh fuck, da unten ist auch noch einer. Wo kommen wir denn da hin? Da war ich noch nie, glaube ich. Oh, hier drin. Ah doch, da war ich schon mal bei dem. Na komm, alle erstmal gucken. Zack. Oh. Der ging's übrigens tief runter. Würde ich euch nicht empfehlen, da runter zu springen. Ich? Nee. Ich? Ja, nicht so. Brauche ich aber noch Mana? Sicher nicht. Brauchen wir ja Mana. Dann springe mal hinterher. Guck, teste das nochmal aus, bitte. Hup. Dir hinterher springen? Nee, Tom hinterher springen. Ich habe nicht gesehen, wo er runtergesprungen ist. Hehe. Meinst du, so einfach kriegst du mich dazu, dass ich da runterspringe? Ich hab's wirklich nicht gesehen. Okay, ich zeig dir das gleich. Erst muss ich Seiltänzer spielen. Ja. Der kann übrigens auch runterfallen. Hab ich gerade gesehen. Wop, palapi, bap, bap. What? Bitte nicht. Okay. Ich bin rettig. Ich bin rettig auf den Ich auch. Meto. Also gleich. Jeden Moment. Mewtwo? Gleich. Pokémon? Komm und schnapp sie dir. Ich will der allerbeste sein. Nicht die Mama, nicht die Mama. Jetzt wie keiner vor mir war. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Nee. Schnapp durch. Das ganze Land.
Dora, weit und breit. Lass dir Digimon, um zu verstehen, dass man sie nie so macht. Da ist ein Gin, irgendwo hin. Da. Irgendwo hier. Ich höre ihn. Schön auch. Nein, ich wollte die drücken. Shit. Also ist jetzt unser. Ja, das müssen wir noch ändern. Töten, vernichten und dann bekehren. Na, wo ist er denn? Ist eine gute Frage. Im Norden ist er. Über den Norden. Hier höre ich auch was. Da oben. Fertig. Yay. Easy going. Ich ging fest. Jetzt kommt Wipfern. Achtung. 1, 2, Wipfern 3. Oh, und der upgradet jetzt wieder alles. Ja, das ist ein netterer Djinn. Ich mag 4, 5, Wipfern hier. Patricio! Ja. Ich muss noch Rettich machen. Okay, okay. Dum, 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 dum. Da vorne wieder hin. Nein, schon wieder an der Stelle ist er vor mir, das ist doch lächerlich. Schon wieder bei derselben Lampe. Ja. Gib mir Mana, Esel. Gibt er nicht, okay. Genesbier rieft. Und wo? Patrick kann eh nicht richtig mitspielen, weil der hat eh wieder keinen Sound an. Ja klar, hab du eben gerade gemacht. Ja. Warum hast du den eben lang gemacht, Mensch? Jetzt nicht tun dürfen, weil jetzt Dennis wieder mal aufzunehmen. Nee, jetzt gerade, mitten in der Aufnahme. Ah, okay. Wir müssen 4 Stück ins Komplett sammeln. Aber ich höre gerade gar keinen. Ich sehe auch gar keinen. Was hieß eben, dass einer rüft ist? Du bist freundlich. Ich und dann was. Ist kein feindlicher da. Ich höre irgendwo Ding. Ich hab ihn. Hallo. Ich hab zwei. Sehr nice. Dann mach beide. Da oben drauf ist das. Hier ist noch mehr Geding. Da. Easy. Ach, nice. Ja, das ist doch mal easy, war das ja hier. Haben wir jetzt 6 Gins? Ja, scheint so. Wir haben nur 3. Vielleicht haben wir auch 10. Oh, hier fällt man ja runter. Fuck. Na, was den Tom oder was? Nee, ich hab gerade auf die Karte geguckt, das steht dahin, wo ich hinlaufe. Gut, dass mir sowas nie passiert. Ja. Ja, mir zum Glück auch nicht. Hast du irgendwelche Beweise dafür? Ja, irgendwelche Videoaufnahmen. Das stimmt ja gar nicht. Das habe ich alles reduziert, da bist immer du runtergefallen. Ich höre ein Ding. Wahrscheinlich sogar immer nur ich runtergefallen. Ich höre auch ein Ding. Ne? Ja, immer du. 5-mal. In einer Folge. 3 miteinander. Hab es. Oh, das war echt das. Warum sieht die Flasche anders aus? Ist das die Bossflasche, wo eigentlich der Boss dann rauskommt? Wer weiß, wer weiß. Sieht auf jeden Fall ziemlich komisch aus. Ja. Da unten mit einer Uga. Hab wieder eine. Uiuiuiui. Komm mal, der Mann Sound. Uiuiuiui. Dann ist er nützlich. Das ist ja unbelievable. Da gibt's auch jetzt einen Song zu. Ja, dann habe ich gerade wieder gesummt. Also. Ja, aber du hast ja nicht komplett gesungen, so wie es dich gehört. Bist du etwa kein wahrer
Zauberer, wollte ich gerade sagen. It's unbelievable fan. Ich höre hier irgendwas glitzern, leuchten so, aber... Ah, ich höre sogar was. Ding, bing, 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 bing. Nein! Wo ist es? Du bist dran vorbeigelaufen. Hier. Hol's LOL! Dir. Hier blinkt noch was. Da unten. Noch zwei Stück. Go, Patrick, ist ja time. Du musst noch 10 aktivieren. Was? Ja, hab ich jetzt schon beschlossen. Kannst mich mal an meinem Buckel runterrutschen. Nee, 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 du. Hey, ist mich da hoch. Ogre has been rift. Rift. But Ogre is not a djinn. Ja, ich hätte ab in Geografie aufgepasst. Geografie? Was hat das mit Geografie zu tun? Ja. Sehr, sehr viel. Da lernt man das ja, dass ein Ogre kein Djinn ist. Nein, irgendwas anderes. Ja, ja, Ogre. Ja, die haben ganz andere Formen. Ja. Hast du etwa nicht aufgepasst? Ja, ja, jetzt kommt's raus. Ja, ich hab Geografie immer geschwänzt. Aber sowas tut man doch nicht. Bei uns hieß das damals Erdkunde, nicht Geografie. Waren wir nicht gerade noch bei Geometrie? Ich weiß nicht. Ich hab einen... Hab schon vergessen. Da ist auch einer. Bang. Easy. Welle beendet. Was? Wir müssen bis Level 12? What the heck? Ja, das ist ein bisschen, ja. Sure. Der schön dicker Lauch. I believe I can fly. Nein. Doch. Kann ich. Ach, lass ihn doch believen. Ich glaub's nicht, dass du fliegen kannst. I believe in me. And you are not believing in me. You're right. I'm a Profi. I know this. Habe ich an deinem komischen Paragliding von Bei Dark and Light gesehen. Alter, was kann ich denn dafür, wenn das Ding Magie ist und Kacke ist? Und wenn Abi mich da runterschubst? Alter, warum pimmeln die ganzen Djinns von uns hier an der einen Ecke? Was sie es können. Ich helfe euch mal hier. Easy Upgrade. Bam. Da sind Djinns ihre Jobs. Ja. Kleine Jobs. Immer woanders hingehen. Kleine Jobs. Jetzt haben sie sich auch verzogen. Ja, da hast du sie vertrieben. Ja. Einer ist gestorben. Das freue ich nicht. Oh lol, Patrick. Was ist kaputt, kaputt gegangen? Ein Bowling Tower. Wo denn? Ja, das. Das ist die Frage. Oh lol. Noch auf die Kartoffel. Hier sehen wir den was. Da. Irgendwo noch. Da oben irgendwo. Again have been arrived. Ich wusste gar nicht, dass man hier so krass überall hochhüpfen kann, Alter. Wusste ich auch nicht. Nein! Oh, nie Glück. Muss gehen hier, aber ne? Disco, Disco, Party, Party. Ihn? Ich hab Bügeleise, ist aber kaputt. Party! Ja, schön, warum hast du keine Karte? Ciao. Schade. Party. Weiter weiß ich auch nicht, ist aber nicht schlimm. Disco! I say Disco, you say Party. Disco, Disco. Disco? Party, Party, du Idiot. Oh.
War knapp. I say Disco, you say Party. Disco, Disco. Julian Bam. Ich höre zwei. Oh nein. Das verwirrt mich. Ich sehe ihn auch. Nein. Nein. Ha, nein. Ich bin hinterher gesprungen. Ah, ich kann den nicht drücken. Na, hab einen gefunden. Schade. Es fehlen noch zwei Stück an der Zahl. Kraftzahl. Ich höre ihn. Ich seh ihn. aktivier ihn. Hab ihn aktiviert. Abgehakt. Hast du ihn abgehackt? Ist böser. Töte ihn, bevor er Eier legt. Hab ich. Legen Jins Eier? Nein. Na, bestimmt. Legen direkt Jin Babys. Wer hat ihn aktiviert, er? Ich hab den getötet. Ich. Dennis. Ich bin hier planvoll am Rumlaufen. Meinst du wohl eher planlos? Nein, planvoll. Ein Kristall hier, ne? Der kommt einfach so null hin. Egal, ich will das Zeug trotzdem ab. Kommt dann einfach. Na, wer war's? Na, sind deine. Wir fahren weg, Leute, bereit? Leicht. Hast du noch nicht geguckt? Was guckst du auch immer? Ich kann spielen. Was machst du sonst auch noch? Ach ja, stimmt. Oh lol, das ist ein böser Djinn gewesen. Ich dachte, der will die Sachen hier upgraden und auf einmal war der doch böse. Aber ich höre ihn nicht. Jetzt höre ich's. Ich hab grad auch einen erledigt. Nice. So. Aber wir müssen jetzt schon 11 Stück sammeln, ne? Und dann kommt bestimmt doch ein, zwei, 30 Welpen. Mhm. Uiui, am Ende müssen wir 500 sammeln. Boah, dann hätte ich schon keinen Bock mehr. Ne, ich auch nicht. Was, am Ende 500 Gins? Auch immer so lange, bis die kommen. Ja, am Ende 500 Gins, lass mal vor. Das wäre doch Spaß für die ganze Familie hier. Ich war wieder einen getötet. Und ich sehe auch schon seine... Seine Flasche. Seine Flasche? Sind schon eigentlich voll die Alkoholiker, tot? Oder? Und ich sehe auch seine Flasche. Weil die immer in ihrer Flasche hängen. Und immer wieder zurück zu ihrer Flasche kehren. Das sind Alkoholiker. Mhm. Leute, werdet niemals Jins. Denkt immer nur an ihre Flasche. Werdet dann nur Alkoholiker. Aha. Und ihr müsst anderen Leuten den Wunsch erfüllen. Wie kacke ist das denn? Nicht mal ihr selber habt einen Wunsch frei. Und alle rubbeln an eurer Flasche. Ja, das ist gerade auch noch dazu. Also ganz ehrlich, wenn Djinns so cool sind und Wünsche erfüllen können und sowas, warum machen die nicht selber sich was Cooles? Ich also, vor der Nase weggeschnappt. Ich als Djinn würde mir selber Wünsche erfüllen. Ich auch. Ist halt nur der Blöd, wie er zum Wunsch rauskommen, ne? Weil du müsstest du selber anrubbeln. Wobei manche können das ja auch. Wenn ich Wünsche frei hätte, dann würde ich mir erstmal wünschen, dass ich unendlich Wünsche frei habe. Das ist der schlauste Wunsch, den man haben kann. Ja, würde ich sagen, das ist gegen die Regeln. Ja. Aber wenn du ganz viel Pech hast und dann irgendwann mal sagst, boah, ich wünsche, keine Ahnung, dass eine Atombombe runterfällt, um das zu sehen, dann hast du vielleicht Pech und dann fällt eine runter und dann, Ja, das ist genauso wie, als wenn du zu irgendwem gerade, weil du mit dem Beef hast, du sagst, so, ich wünsche, du verreckst bei deinem nächsten Autounfall, oder ich wünsche, du verreckst nächstes, wenn du Auto fährst. Ja. Dann verreckt er halt wirklich. Und dann, wirst du ganz schön traurig. Ja. Dann gehst du nach Mama und sagst, ich bin traurig, ich wünschte, ich hätte mir das nicht gewünscht. Und dann ist alles wieder gut. Ja. Eigentlich kann man sich alles wieder zurückwünschen dann. Wenn man ganz viel Scheiße gemacht hat, sagt man einfach, ich wünsche mir alles zurück bis zu Wunsch. 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 Wann sind wir wieder im XY? Wäre irgendwie cool, wenn man einen Wunsch hätte. Das ist ja genauso wie, als wenn du so aus Spaß zu irgendjemandem sagst, so,
wenn er gerade am Husten ist und du sagst so, ich wünschte, du erstickst dran. So aus Spaß und dann erstickt er dafür wirklich dran. Ja, und dann denkst du nur so, fuck! Dann hast du ein Problem. Wobei ja nicht du das Problem hast, sondern der Typ, der erstickt. Ja, ist richtig. Aber kannst du damit leben? Ja. Alles geil, klar. Kannst du damit leben, dass du einen Wunsch verschwendet hast? Klar. Wenn er unendliche Wünsche hat. Oh, Patrick ist vor die Flasche, da ist an der Flasche vorbeigelaufen. Echt? Ja. Ja, ich war auf einmal da, ich hab die nicht gehört. Ja, würde ich auch sagen. Halt die Kusch jetzt. Nee. Computer sagt nein. Der Gin ist bierreift. Bei Patrick. Ja, hier hinter uns. Oh, hi. Wieder die gleiche Flasche. Direkt vor der Schnauze. Ja.